Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Ben Masterful Bike. Ich habe ein neues Fatbike zum Testen und zwar das Vakole Y20. Und mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Los geht's! Herzlich willkommen zum ersten Eindruck-Video zum Vakole CO. Y20, soll ich drehe das nochmal? Ne, lass mir so. Das Y20, 20 Zoll Fatbike, 250 Watt Heckmotor, Batterie 48 Volt, die ist recht groß. War das jetzt? Ich blende es lieber ein, bevor ich es falsch sage. Also es sind, glaube ich, auch wieder 100 bis 120 Kilometer Reichweite angegeben, natürlich im Pass-Modus. Pass-Modus heißt im Unterstützungsmodus. Also man kann hier auch rein elektrisch fahren, da ist die Reichweite natürlich dann nicht ganz so hoch. Erst einmal so ein bisschen der Gesamteindruck. Es ist ein Klapprad. Ne? Wir haben hier an der Stelle hier oben die Möglichkeit, das zu klappen. Und hier unten, das sieht man von der anderen Seite, wenn ich das Fahrrad gleich umdrehe, noch mal ein bisschen besser. Dann haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, ja, so eine Tragevorrichtung, auch wenn das Teil wirklich echt schwer ist. Wir haben eine Hupe. Okay, Fail, die geht jetzt nicht. Dazu muss ich das Display erstmal einschalten. Recht schönes Display, zeige ich euch gleich. So, ja, ist so ein kleines Highlight, die Hupe. Gasgriff funktioniert bis 25, kann man aber abbauen, wenn man das Ding 100% legal in Deutschland fahren will. Da wir hier einen 250 Watt Motor haben, ist das alles total im Rahmen. Kommen wir zum ersten Highlight, der Schlüssel. Der muss während der Fahrt stecken. Man kann den natürlich auch abnehmen, das geht. Beziehungsweise wenn man den Schlüssel abnimmt, kann man nicht mehr fahren. Also ist auch ein kleiner Diebstahlschutz. Ne? Das Display geht auch, wenn der Schlüssel nicht in der richtigen Position steckt, geht das Display gar nicht erst an. Also das ist schon mal eine richtig gute Diebstahlsache, wenn man denn Lust drauf hat. Für mich ist das eher so ein bisschen störend. Ich mag es für mich persönlich nicht so. Ja, kommen wir zum Sattel. Der sieht merkwürdig aus und man könnte aus männlicher Sicht so ein bisschen denken, okay, der stößt vorne an, ja, wo haben wir es denn? Wo ist mein Finger? Da, an der Stelle hier vorne an der Spitze. Da killert es so ein bisschen an den Eiern, aber nee, das Ganze ist wirklich sehr, sehr weich und also gut aufgeschäumt das Ganze. Und man sitzt hier wirklich, ich musste ihn ein bisschen, von der Neigung her, habe ich ein bisschen gebraucht, den für mich einzustellen. Auch eine gute Sache, man kann den mal klappen, beziehungsweise wenn man den Akku rausnehmen will, muss man den sogar klappen. Also das klappt hier auch über diesen Hebel richtig ordentlich. So viel dazu, dass die ganzen 20 und 26 Zoll Fatbikes alle gleich aussehen, ne? Oder auch alle die gleichen Bremsen haben. So, schaut euch doch das mal bitte etwas genauer an. Wir haben hier eine, wie heißt das? XD KLBS DOT 4, also DOT 4 von KTET, würde ich es jetzt aussprechen, eine Bremsanlage. Und wenn ihr euch das mal so im Gesamteindruck her so ein bisschen anguckt, das sieht aus wie eine Mopedbremse. Und auch vom Durchmesser hier an der Stelle, das ist wirklich mal was komplett anderes. Das ist ein richtig, richtig robustes Ding. Also das ist eine richtig dicke Bremsscheibe. So, und wir haben auch hier richtig, also ein optisch Bremssattel, der so richtig was hermacht. Und dieses DOT 4 heißt, dass bei diesem Fahrrad richtige Bremsflüssigkeit genutzt wird. Also das ist jetzt eine Bremsanlage. Hier oben steht auch nochmal, kann ich euch ja mal so zeigen. DOT 4 or 5, also DOT 4 oder 5, das ist halt so die Bremsflüssigkeit, die auch bei Autos oder Motorrädern zum Einsatz kommt. Also wir haben hier eine richtige, hier haben wir eine wirklich hydraulische Bremse. Die ganzen anderen Bremsen, die man so kennt bei den Fahrrädern, also die hydraulischen, das sind ja Ölbremsen. Die haben so eine schon so eine Art Öl und keine richtige Bremsflüssigkeit. Also ob das jetzt besser bremst, ich fand bisher nicht. Also es hat eine ähnlich gleiche Bremswirkung. Apropos Bremse, auch hier ist wieder links und rechts vertauscht. Das heißt, hier bremse ich,
Ich weiß gerade gar nicht. Also es ist jetzt nicht für den deutschen Markt, sondern es ist dieses internationale Ding. Es ist wie beim Moped, deswegen haben wir rechts vorne, genau so war das, und links ist hinten. Also man kann das Ding wahrscheinlich auch als Moped zulassen. Ich kann mir nicht, also es ist auch 25 km/h gedrosselt, aber man kann das sicherlich, ich habe noch nicht rausgefunden, wie, sicherlich auch im Menü umstellen. Das ist jetzt eine Mutmaßung, ich weiß es nicht, weil ich auch noch nicht ins Menü reingekommen bin. Dazu muss ich erstmal wieder einen Blick in die Anleitung werfen oder irgendwo im Internet gucken, wie kommt man bei diesem Bike ins Menü und kann man vielleicht den Gasgriff noch ausstellen oder ihn so einstellen, dass er nur bis 6 km/h unterstützt. Bei manchen Fahrrädern geht das ja, also da müsst ihr dann auch noch mal weiterführende Recherchen machen, genauso wie ich das auch immer tue. Aber das ist ja jetzt nur mein erster Eindruck, ne? So, schauen wir mal weiter und schauen wir uns vorne die Bremse an, auch hier. Also ich bin echt am Überlegen, an welches Fahrrad kann ich diese Bremse mal anbauen? Ja, also ich suche ja für mich auch immer noch so das perfekte Fahrrad. Gefunden habe ich es noch nicht so hundertprozentig. Und auf jeden Fall haben wir hier mit der Bremse ein richtig tolles Highlight, wo ich denke, okay, das müsste eigentlich so an meinem Traum 20 Zoll Fatbike dran sein. Kommen wir. Okay, das sieht ja hier direkt ein bisschen komisch aus. Ja, es ist halt, okay, ich zeige euch das mal direkt hier vorne. Ich habe mich gerade gefragt, warum sieht das hier an der Stelle so ein bisschen komisch aus. Ist halt auch nicht die perfekte, beste Lösung, unserem Schutzblech da zu befestigen. Kommen wir mal zur Lampe. Ja, die sieht von vorne erstmal so ein bisschen spookig aus. Ja, wenn man sich das Ganze dann so von der Seite anguckt. Ja, müssen wir sehen. Also mir gefällt die Lampe überhaupt nicht. Eine K-Nummer hat sie nicht. Und das Ganze von hinten betrachtet, sieht das auch wie eine Lampe aus, die keinen eingebauten Reflektor hat. Ja, auch keine K-Nummer zu sehen. Das heißt, wie im Prinzip bei allen Fahrrädern aus China, Fernost, was brauchen wir? Reflektoren? Gar nicht vorhanden diesmal. Also hier so irgendwelche Reflektoren in den Reifen. Also auch hier wieder so das typische Ding. Der Sattel ist jetzt auf 5 Kilometern, die ich gefahren bin, erst einmal ganz in Ordnung. Aber auch hier wieder so das Standardding, was ich immer sage, diese ganzen, es gilt für, auch für Baumarktfahrräder in Deutschland. Also man kann nicht sagen, es sind die China-Bikes. Es sind für alle Fahrräder, die deutlich unter 2000 Euro kosten, also auch teilweise Fahrräder über 2000 Euro, haben in der Regel immer billige Lampen, billige Griffe, einen billigen Sattel. Da muss man halt selbst nochmal irgendwann gucken, wenn man natürlich das nötige Geld hat und ein Update machen. Hier steht zwar auch ganz großes Gel-Sattel drauf. Kann ich euch hier, das zeige ich euch gleich von der anderen Seite, oder steht es hier? Nee, auf der Seite steht es nicht. Okay, drehe ich das Ganze mal um. Boah, okay. Es ist schon, es ist ja ein Klapprad, aber es ist schon nicht gerade leicht. Und einmal das Bild von der anderen Seite. So sieht's aus. Ja. Wie fast immer sieht das Fahrrad in echt besser aus als auf den Bildern. Also ich habe teilweise auch bei den Bildern auf den Homepages immer so den Eindruck, dass das keine echten Bilder, sondern eher so Photoshop-Montagen sind. Also teilweise sehen die Bilder bei den Herstellern immer komisch aus, aber in echt sieht es eigentlich ganz gut aus. Kommen wir zum Thema Bremse. Ja genau, nämlich die 7-Gang-Bremse. Nein, die 7-Gang-Schaltung. Wir haben hier eine Shimano Tourne T. Z. Ja, die ist auch nicht mehr ganz sauber, da bin ich wohl durch eine Pfütze gefahren. Wir haben hier, da kann man es auch noch mal so ein bisschen erkennen. Ja, eine leichte Kennzeichnung vom Motor her, also wie viel Watt hier jetzt verbaut sind, steht hier nicht. Vielleicht findet man über die Nummern was raus. Ich glaube, Wacole verbauen die Wafang-Motoren. Oder könnte das auch wieder so ein No-Name-Motor sein? Auf jeden Fall hatte man, als ich mir das Fahrrad quasi geordert habe, bestellt habe, hatte man bei, ich glaube bei dem auch, ich glaube auf jeden Fall beim CO26, hatte man eine Zeit lang die Möglichkeit zu wählen, ob 250 oder 750 Watt Motor. Mein Wacole CO26 ist ja die 750 Watt Version. Hier ist es aber definitiv die 250 Watt Version. Schalten tut das Ganze jetzt erstmal hervorragend. Man fährt auch so im 7. Gang bei 26-27 km/h. Das seht ihr alles auf meinem Vorstellungsvideo dann nachher auf Ben Masterful. Ja, der Akku, der ist rausnehmbar. Ne, dazu muss man das Ganze natürlich mit dem Schlüssel dann entriegeln. Ich weiß jetzt nicht, welche Position das ist.
Hier ist das Ganze auch noch mal zu sehen. Da, genau hier. Wenn man das auf der Kamera, den Nubbel hier, ne? Das ist quasi so das Schloss. Wenn man das wegmacht, kann man ihn nach oben einfach rausziehen. Hier den Sattel einfach umklappen. Aber man kann ihn natürlich auch im eingebauten Zustand laden. Kettenführung, wie beim CO26 auch. Ich finde das optisch echt eine schicke Sache, ne? So, dass die Kette halt so, ja, nicht, dass man nicht so das Gefühl hat, man kann sich mit dem Bein so ein bisschen an diesen Spitzen vom, ja, kann ich, ja genau, also diese Spitzen, die haben wir auch vorne beim Kettenblatt, ne? Und manchmal habe ich so das Gefühl, ah, da könnte man sich ein bisschen dran verletzen, deswegen finde ich so eine Führungsschiene immer ganz nett. So, hier nochmal steht Gilsattel drauf. Vertrauen wir den mal, Gilsattel am Start. Kommen wir zum Lenker. Das Ganze sieht so aus. Wir haben, wie gesagt, hier links den Hupenknopf. Dann haben wir hier Blinker links rechts. Ist natürlich nichts angeschlossen. Ja, es sieht alles sehr, sehr Moped-mäßig aus. Hier Off-On, Licht. Dann haben wir hier Plus-Minus. Hier können wir dann auch noch mal extra Licht anschalten. Also hier haben wir Plus, runter, Licht wieder aus. Sieht man dann auch im Display. Okay, er macht jetzt kein Licht an, wahrscheinlich weil es zu hell ist. Hat er auch noch zusätzlich einen Sensor? Oder müssen wir... Ah, jetzt. Okay, dann dunkelt das Display auch gleich ab. Also müssen dann doch für Licht zusätzlich den hier drücken. Aber der funktionierte auch. Müssen wir im Dunkeln nachher noch mal genau testen. Haben wir hier noch mal zwei Tasten links. Ne, einmal hier oben die kleine, hier unten. Unten geht man quasi dann, gehen wir mal, machen wir gleich, ne, die Tasten nochmal erklärt. Ja, Display seht ihr, ich habe es jetzt mal so ein bisschen gedreht, damit wir das Ganze gut erkennen können. Das hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Hier die typische Schaltung, hier der das Handgas, das geht auch erst ab Unterstützungsstufe 1. So, da haben wir dann nochmal das Display. Ich versuche auch mal so ein bisschen ruhig zu filmen. Ich mache es jetzt nochmal aus. Jetzt schalte ich es nochmal an, weil wir haben hier eine coole Animation. So, also alleine die war es jetzt wert, das Ganze dann nochmal zu zeigen. So schaut es aus. Unterstützungsstufe, seht ihr, steht auf 1. Und dann geht man hier bis 5 hoch, also 1 oder 0 bis 5 sind es. Dann haben wir die Möglichkeit durchzuschalten. Links steht Trip, unten links. Und bei rechts, wo ODO stand, da steht jetzt Max, AVG, Durchschnittsgeschwindigkeit, Time, wie lange man unterwegs ist und wieder ODO. Also hier rechts den Trip, den kann man wahrscheinlich nicht umstellen. Ja, hier sieht man dann im Vorstellungsvideo nachher, wie schnell man fährt. Watt, hier steht jetzt 0W oder OW. Da steht nachher tatsächlich so 100 Watt, 200 Watt, je nachdem, wie viel Watt der Motor abgibt oder beziehungsweise der Controller an den Motor abgibt. Ja, also das ist auch nochmal eine ganz coole kleine Animation. Ja, so viel zum Lenker. Also so von hier sieht das auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Kann man machen. Vom Menü, ich bin noch nicht reingekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das typische Plus-Minus gedrückt halten ist. Aber ist das scheinbar nicht? Nee, ist es nicht. Keine Ahnung, ob man vielleicht die untere... guck mal, das sieht ja nach Bafang aus hier. So, ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen. Jetzt sind wir in den Display-Settings. Plus, Minus, Display Settings. Ach, guck mal, das sieht echt aus wie bei Bafang. Hier Speed Limit, kann man. Okay, kann man tatsächlich hochstellen. Aber wir bleiben heute mal legal auf 25. Ne? So. Ah, sehr cool. Also Trip Reset kann man einstellen. Müsstet ihr jetzt alle ganz gut sehen können. Speed Limit. Reifengröße ist auf 24 Zoll eingestellt. Ah, okay. Guck mal, da ist schon bei... Geht schon mal direkt los. Das ist nämlich total falsch. So, wir haben hier nämlich 20 Zoll. Meistens stehen die auf 22. Muss man mal gucken. Also mir kamen die 25 km/h eben tatsächlich ein bisschen langsam vor. Das macht jetzt Sinn, dass er das nicht richtig angezeigt hat. Ja, das Display gehen wir in einem extra Video nochmal komplett durch. Also man kann das hier tatsächlich dann auch als Moped wahrscheinlich zulassen. Wird nämlich auch hin und wieder mal gefragt, wie ist denn das? Kann man das nicht auch einfach zulassen als Mofa oder als Moped mit 25 km/h? Natürlich kann man das. Also theoretisch müsste das machbar sein. Wir haben ja hier die Möglichkeit, ich gehe mal wieder raus aus dem Menü, damit man hier auch nichts verstellt. Okay, Menüführung ganz, ganz einfach. Geiles Menü, also nochmal ein fetter Pluspunkt. Nicht, weil man km/h einstellen kann. Da appelliere ich natürlich an eure
Eigenverantwortung, das eigenverantwortlich zu tun oder zu lassen. Also muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ihr seht ja hier, wo ich gerade bin, hier stört es natürlich keinen. Ich bin auch nicht im Bereich der Straßenverkehrsordnung. Hier zählt das alles nicht, ob ich jetzt 25 fahre oder 50. Hier kann ich das machen. Ist halt Privatweg, ne? So. Habe ich alles einmal kurz erklärt. Lichttest im Vorstellungsvideo, ich denke mal, das für den ersten Eindruck. Ich kann noch nicht so genau sagen, wie es sich fährt. Ich bin jetzt 6 Kilometer gefahren. Die ersten 6 Kilometer waren ganz okay. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe gerade die Reifengröße auf 22 Zoll runtergestellt. Eigentlich sind es ja 20 Zoll, aber durch die dicken Ballonreifen ist es natürlich so, dass die Reifen wieder ein bisschen größer wirken. Beim Mockwheel Scoria war es ja so, dass wir auf 20 Zoll runtergestellt oder ich auf 20 Zoll runtergestellt habe, damit die Motorelektronik ein bisschen besser funktioniert hat. Hier muss ich mal schauen, ob ich da jetzt mit 20 oder 22 besser zurechtkomme. Also ja, ich habe immer die beste Erfahrung gemacht, wenn tatsächlich die richtige Reifengröße eingestellt ist. Und dann beim Scoria war es zum Beispiel auch so, da habe ich auf 20 Zoll Reifen gestellt und dann sind wir auch echte 25 km/h gefahren. Und nicht nur diese Fake 25, die angezeigt werden, aber in echt fährst du nur 23. Deswegen stelle ich das bei mir immer auf die richtige Reifengröße, weil wenn ich 25 km/h fahren kann, will ich das natürlich auch tun. So, das war's für den ersten Eindruck. Ja, 6 Kilometer gefahren, immer noch 100% Akku, der scheint Power zu haben. Ich bin gespannt, wie es mit diesem Bike weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.